Liebe Zuschauer, wie berechtigt sind die Kritiken am Coronavirus, am Lockdown, der Maske, den vielen Maßnahmen, der Berichterstattung durch die Medien und am Impfstoff? Warum verbünden sich immer mehr Ärzte, Wissenschaftler und auch Menschen wie du, sie und ich und argumentieren dagegen? Sind wir alle wirklich auf dem Holzweg oder verbindet uns der wache Geist, das Wissen über Machenschaften, die schon viele Machthaber und Regierungen Dinge haben machen lassen, die im Rückblick unvorstellbare Gräueltaten an der Menschheit verursacht haben? Dazu heiße ich recht herzlich willkommen Herrn Dr. Med. Per Eifler und bin froh, mit Ihnen dieses Interview führen zu dürfen. Ihre Vita ist so vielfältig wie auch spannend, angefangen von Mediziner bis hin zum buddhistischen Abt und vieles, vieles mehr. Heute kämpfen Sie für uns Menschen, für das Recht, aufgeklärt zu sein und nicht nur beeinflusst durch die Medien und der Politik in der Angst zu verharren und nur eine gesteuerte und gewollte Meinung zu haben. Herzlich willkommen. Danke, schönen Abend. Herr Dr. Eifler, die Welt steht Kopf, die Menschheit wird zugrunde gehen. Ohne strikte Maßnahmen und Impfungen haben wir kaum eine Überlebenschance. Die Bedrohung hat einen Namen, Covid-19. Was geht Ihnen eigentlich durch den Kopf, wenn Sie solche Schlagzeilen lesen? Es ist eine Mischung von Ärger, Wut und ich sage mal auch ein Stückchen Ungeduld. Es ist eine Mischung von ja, ich möchte fast sagen, Unglauben immer noch. Ich habe immer noch den Eindruck, wir sind in einem ganz schlechten Film und das in drei oder vier Filmen gleichzeitig. Und zwar ein Film, der diese ganze Menschheit irgendwie knechtet, der sie offensichtlich vollkommen in den Abgrund führt, der ihnen die Lüge als Wahrheit vorgaukelt. Also es macht mich wirklich wütend, es macht mich aber auch ein Stück hilflos. Das macht mich traurig, aber es schürt auch Mut und Widerstand. Es ist nur so ein bisschen schwierig, weil dieser ganze, sage ich mal, Wahnsinn ist so groß und so global. Einer der ersten Urgesteine, sage ich mal, von uns, der Kollege Wodak, hat immer diesen Vergleich mit dem nackten Kaiser gebracht, der halt ziemlich treffend ist. Das heißt, dass eigentlich kaum jemand sehen darf, dass dieser Kaiser eigentlich nackt ist, obwohl er glaubt, dass er ganz, ganz wunderbare Gewänder anhat, die man nur dann sieht, wenn man ihm ergeben ist, wenn man ihm sozusagen auch nach dem Mund redet. Und er selber glaubt natürlich daran, ist eigentlich ein unsicherer, arroganter und in nichts wirklich stabiler Mensch, der aber offensichtlich mit den Regierungen und mit ihren Beratern von heute ziemlich viel gemeinsam hat. Gut. Es gibt ja auch unseren guten Herrn Robert Koch, nachdem das RKI benannt ist. Der hat drei Postulate erstellt, wie man eine Pandemie bestimmt oder erkennt. Wie lauten die drei Postulate und ist das beim Coronavirus auch noch? Also, das sind die sogenannten Hähnle-Koch-Postulate. Und bei euch in Deutschland, dieses Institut, das ja eigentlich sozusagen zusammen mit einem Einzel- oder einem Doppelvirologen sozusagen die Menschheit quält, ist ja sogar nach dem Robert Koch benannt. Und diese Postulate im Kurzen sind vollkommen unerfüllt. Das heißt also, das, was da passiert, inklusive den Virchow'schen sozusagen Erfordernissen, dass man aufgrund der Toten eine Krankheit erst feststellen kann, das heißt, Obduktion wird nicht durchgeführt, wird auf allen Ebenen vermieden. Und diese Postulate sind in Kurzen, also von Koch jetzt, von Hähnle und Koch, dass der mutmaßliche Krankheitserreger immer mit der Krankheit assoziiert sein muss und in gesunden Individuen nicht nachgewiesen werden kann. Das zweite ist, dass der mutmaßliche Erreger in Reinkultur gezüchtet werden muss. Das dritte ist, dass diese Reinkultur dieses Erregers, dieses mutmaßlichen Erregers im gesunden Individuum, eben im Tier meistens, in Versuchen, genau diese Krankheit wieder auslösen muss. Und das vierte oder sage ich mal das dreieinhalbte, dass
dieser Organismus aus diesem infizierten Tier von diesem gereinigten bzw. also spezifisch gemachten Erreger wiederum der gleiche Erreger sein muss. Man könnte es auch sozusagen so sagen, dass der potenzielle Erreger nur bei einem erkrankten nachweisbar sein kann und mit der Krankheit kausal, also ursächlich in Verbindung gebracht werden muss. Das heißt, er muss bei einem Gesunden fehlen. Also alles, was jetzt an Übertragung von Gesunden, wo ja der ganze Maskenunsinn hingehört, postuliert wird, ist schlicht falsch und eine Lüge. Wir wären alle im zweiten oder dritten Semester durchgefallen Medizin, wenn wir diesen Unsinn verzapft hätten. Das zweite ist eben, der Erreger muss in Reinkultur angezüchtet werden. Das ist nie passiert, bei keinem Virus, ist noch nicht isoliert. Und er muss die gleichen Krankheitsmerkmale nach Übertragung hervorrufen und muss dann wieder sozusagen nochmal isoliert werden. All das hat nie stattgefunden. Also es widerspricht wirklich den grundsätzlichen Regeln eigentlich der Medizin. Welchen Beleg gibt es denn dann überhaupt für eine Corona-Bedrohung? Naja, das ist eigentlich einfach zu beantworten. Es gibt in Wirklichkeit keinen. Es ist ja auch, wenn man es von Anfang an betrachtet, und das ist sozusagen das, was mich auch sehr wütend macht und was uns auch natürlich alle ein bisschen zaudern ließ, es gibt ja überhaupt keine Belege, keine ursächlichen Zusammenhänge, dass jetzt dieser Virus besonders kontagiös, also ansteckend wäre, dass er besonders gefährlich wäre. Das sind reine Vermutungen, medial total aufgebauscht, analysiert, interpretiert, aber überhaupt nicht faktenbasiert, also nicht evidenzbasiert. Und das ist eine wirklich böse Geschichte. Warum glauben Sie, dass zum Beispiel, die wenigsten Menschen wissen, also in der Zwischenzeit haben sich wahrscheinlich viele damit beschäftigt, dass seit Jahrzehnten die sogenannte Grippesterblichkeit wird nur indirekt bestimmt. Das heißt, die Sommersterblichkeit, das sind statistische Mittelwerte, werden von der Wintersterblichkeit abgezogen. Und dann sagt man ein bisschen in perfider Weise die Differenz, nur das müssen jetzt die Grippetoten gewesen sein. Da gibt es aber keinen ursächlichen Zusammenhang. Bei euch in Deutschland, einer der ersten war ein sehr hochrenommierter Gerichtsmediziner in Hamburg, der natürlich sehr gegen den Mainstream sagen konnte, ich glaube, das war schon im April, so makaber das klingt, der sieht halt wahrscheinlich fast alle Toten von Hamburg oder zumindest supervidiert, dass er noch keinen gesehen hat, der wirklich monokausal, das heißt ausschließlich, an diesem Coronavirus gestorben wäre. Dazu gehört ja eben auch, dass man es nachweisen kann. Man kann das, was Mensch für Corona hält, was es meistens gar nicht ist, weil da gibt es, man misst ja in Wirklichkeit, die Menschen glauben, das ist wie ein binärer Test, also wie ein Test, der Ja oder Nein sagt. Das ist nicht so. Das ist eigentlich für den klinischen Gebrauch, und das stand bis vor kurzem sogar noch auf jedem Test drauf, vollkommen ungeeignete Methode, die aus dem Laboratorium stammt, wo man, um es einfach auszudrücken, aus ganz, ganz wenig Material, und das sind Bruchstücke, Segmente von Strukturen, die nur im Gedankenmodell ein Virus sind. Das könnten genauso gut körpereigene Substanzen sein, das könnten genauso gut sogenannte Exosomen sein. Also das ist ein Gedankenmodell, dass das jetzt Segmente und Fragmente eines Viruses wären. Dann werden die sehr kompliziert und sehr aufwendig sozusagen geboostert, vermehrt, von ganz, ganz wenig zu ein bisschen mehr, dass man es messen kann. Und dann ist das Tragische, da dieses ganze Zeug ja weder validiert noch zertifiziert ist. Es gibt in der Zwischenzeit, ich habe gestern erst mit einem unserer wirklich guten Virologen am Abend zusammengesessen, weil wir auch planen, so eine Art außerparlamentarischen Gerichtsausschuss zu machen, hier in Österreich wie bei euch in Deutschland. Und das heißt, es ist eigentlich jeden Einzelnen, also es gibt ungefähr 350 bis 400 solche Tests in der Zwischenzeit, die natürlich alle nicht validiert und zertifiziert sind. Und man muss sich das vorstellen, dass eigentlich jedes Laboratorium, also mir liegen Studien vor, beziehungsweise Anordnungen von Mitte Februar vor, aus Laboratorien in Deutschland,
wo ganz bestimmte Parameter, die bis dahin spezifisch waren, einfach gestrichen wurden, weil die Tests zu aufwendig wurden. Das heißt, man hat dann einfach nur Kombinationen von Fragmenten genommen, die überhaupt nicht mehr spezifisch sind und eigentlich alles messen, was man messen will. Und dazu kommt, dass es eben jedem Laboratorium quasi, könnte man sagen, überlassen ist, wo endet das Negativ und wo beginnt das Positiv. Das ist nämlich kein, wie bei einem Lackmustest, eben binär, ja, nein, sondern es ist eine reine quantitative Feststellung, wo es eigentlich um Lumineszenz oder Fluoreszenz geht. Und man misst dann diese Lichtquantität. Aber wo das beginnt, das ist eigentlich nicht definiert. Also man kann mit diesen Tests... Bitte? Also jedem selbst überlassen. Jedem Labor. Das ist jedem selbst überlassen. Wenn ich es tiefer ansetze, dann ist man früher positiv. Wenn ich es höher ansetze, ist man später positiv. Dazu kommt, dass die Tests selber sogar von ihrem Erfinder, einem etwas, sage ich mal, schlagseitig unsäglichen Drosten, der ja grundsätzlich das Zeug aus Fledermauskot hergestellt hat, und zwar aus deutschem Fledermauskot, was dann erstaunlicherweise in China, Wuhan, 11-Millionen-Metropole, hervorragend funktioniert hat. Also an und für sich schon eine leichte Lächerlichkeit. Aber auf jeden Fall schon in seinen ersten Studien oder Beschreibungen dieses Testes, die sich ja zum Teil als sehr manipuliert und falsch herausgestellt haben, gibt er eigentlich zu, dass der 1,6 bis 2% falsch positiv ist. Wenn man sich das ausrechnet, ich glaube, im Moment werden 100.000 Tests in Deutschland gemacht, täglich. Das weiß ich jetzt nur aus zweiter Hand, aber in dieser Größenordnung. Das heißt, wenn von 100.000 2% falsch positiv sind, dann habe ich 2.000 falsch positive Menschen. Und jeden Grund, Lockdowns zu machen, Schulen zu schließen, Kitas zu schließen, Clusters zu produzieren. Ich kann das total gezielt einsetzen, wo immer es mir passt. Und das ist böse. Das ist böse, das ist hinterhältig, das hat keinerlei, wie soll ich mal sagen, medizinisch verifizierbaren Grund oder irgendwas. Das ist einfach nur Manipulation und eigentlich Zerstörung. Und damit kann ich natürlich auch meine Zahlen manipulieren. Habe ich jetzt mehr Infizierte? Habe ich mal weniger Infizierte? Das kann ich. Und kann ich das sehr einfach. Das ist ein einfaches Rechenbeispiel, dass der Kollege, mit dem ich gestern zusammen war, das ist der Kollege Hadic, der auch relativ medienpräsent ist, der arbeitet bei euch in Deutschland, ist eigentlich Österreicher, wir haben uns gestern hier in der Nähe von Linz getroffen. Und er hat es sehr klar in einem wunderbaren YouTube gezeigt, und zwar: Es gibt die sogenannte Durchseuchung und es gibt die Anzahl der Tests. Die Zahl, das lässt sich einfach berechnen. Je höher die Tests werden, also je mehr Tests durchgeführt werden und je geringer die Durchseuchung von etwas ist, umso höher wird diese unsägliche Zahl, nach der sich alle richten, und damit lässt sich jeder Lockdown sozusagen immer wieder verifizieren. Das heißt, je weniger Leute in Wirklichkeit von diesem, sage ich mal, Virus wirklich diesen Virus in sich tragen und je mehr Tests ich mache, umso klarer ist es, dass ich alles überall produzieren kann, wo immer ich das will. Wie erklären sich dann die ganzen Maßnahmen der letzten Monate und die Berichterstattung über einen zweiten Lockdown und eine unumgängliche Impfung? Naja, wenn ich da mit meinen Kollegen Wodak, Bakti, Hockarts, Könlein und wie sie alle heißen, die natürlich noch viel mehr jetzt, sage ich mal, virologisch, bakteriologisch, infektologisch und sonstig logisch, sage ich mal, eine lange Erfahrung haben, aber sie lassen sich überhaupt nicht erklären. Sie sind vollkommen fahrlässig, sinnlos und eigentlich eine Bedrohung für die Menschheit. Und zeigen, und das liegt ja jetzt, also selbst wenn man noch gutwillig war und vielleicht sehr weitherzig, dann hätte man sagen können, was ich aber nicht glaube,
vielleicht bis Mitte oder Ende April, da ist was total schief gelaufen. Viele, viele Menschen haben ganz vieles ganz falsch verstanden. Das ist nicht mehr möglich, weil die Fakten, die Statistiken sind vollkommen glasklar. Es gibt in weiten Bereichen Untersterblichkeiten. Die Todeszahlen sind in jedem einzelnen Fall tragisch, aber in Summe lächerlich. Die Auswirkungen sind horrend, sind quasi ein suizidaler Anschlag, fast wie ein, würde ich mal, Kamikaze oder Harakiri, ein Kollektiver. Und dahinter muss natürlich was anderes stehen, weil blöd sind sie nicht. Und ich sehe nirgendwo, dass jetzt irgendwer von den Verantwortlichen und ihren auch schon nackten Beratern zurückrudert, sich entschuldigt. Gar nichts. Es werden die Schrauben weiter angezogen. Und das kann nicht nur Angst vor Bestrafung und Konsequenzen sein. Das ist sicher ein, sage ich mal, von langer Hand vorbereiteter, sehr böser Plan. Und diese ganzen Maßnahmen, das war ja schon im März der Fall, wo bereits die Zahl, also die Fallzahlen, die tatsächlichen Infektionen weit gefallen sind. Und dann wurden erst Maßnahmen ergriffen. Also es ist so pervers. Ich habe, glaube ich, Ende März das erste Mal damals in den Medien gesprochen dazu. 3 Tage später von meiner österreichischen Ärztekammer schon den ersten Maulkorb inklusive Berufsverbot angedroht bekommen. Und dazwischen, am 2. April, fand ich in meinem Postkasten als auch normal praktizierender Allgemeinmediziner die Mitteilung von unserem Sozialversicherungsträger, also der die Kosten für alle Krankenkassen etc. übernimmt, dass jetzt die Grippewelle 2020 aufgrund der drastisch gesunkenen Krankenstandsmeldungen für beendet erklärt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Am Höhepunkt der sogenannten Pandemie, die keine ist, ist nicht mal eine Epidemie, ist eine ganz normale Grippewelle, eher mild ausgefallen heuer, wenn man die Zahlen von vor einem und vor allem von vor 2 Jahren vergleicht. Da gab es bei euch in Deutschland 25.000 sogenannte Grippetote. Heuer nicht mal ein Zehntel davon. Bei uns in Österreich sind 600 oder 700. Und da ist fraglich, ob nur auch einer von denen an Corona gestorben ist oder einfach nur halt auch Corona hatte. Und wie gesagt am Anfang, nicht mal das ist sicher. Und schon gar nicht, dass es dieser eine Virus ist. Dazu kommt diese Riesenlüge, dass es ein neuartiger Virus wäre, was purer Betrug und Schwachsinn und Lüge ist. Weil die Existenzgrundlage dieser, sage ich mal, Partikel ist es, dass sie sich jährlich ändern, dass sie sich ständig ändern. Darum gibt es jedes Jahr Grippewellen. Wenn es die nämlich nicht gäbe, oder sagen wir es umgekehrt, die gäbe es nicht, wenn sie sich nicht verändern würden. Ein Masern- oder ein Mumps-Virus bleibt sehr stabil. Darum hat man fast eine lebenslange Stabilität oder beziehungsweise eine Immunität. Diese Viren, das ist eine Familie, kann man sich vorstellen, vielleicht von 100 Stämmen in etwa, wovon ein paar die Coronaviren sind, ein paar die Influenza-Viren, ein paar die Adenoviren, die Rhinoviren. Das ist diese Familie, die sich eben ändert und die jedes Jahr sich neu erfindet. Und die als neuartig zu bezeichnen, ist böse, fahrlässig und schlicht eine Lüge und dient zur Panikmache. Es gibt ja auch den Flaschen für sterile Hände. Auf alten Flaschen steht ja drauf, auch gegen Corona. Und das sind alte Flaschen. Ja, klar, die Corona-Familie ist seit den 60er Jahren bekannt. Ja. Und sicher um vieles älter. Die hat bis jetzt kaum jemand interessiert, außer ein paar Kinderärzten und Pulmologen. Für die waren diese Coronaviren wichtig. Mich haben auch einige Tierärzte angerufen. Ich bin kein Tierarzt, aber da scheint es also auch bei Hühnern und bei anderen Tieren, bei Kälbern, glaube ich, scheinen die ziemliche Probleme mit Durchfall und solchen Dingen zu machen. Für die war das interessant. Aber in der Humanmedizin sind es eher milde, weniger wichtige Partikelchen. Und ob das wirklich Erreger sind, ist überhaupt nicht geklärt. Das sind reine Gedankenmodelle, wo sich schon seit 120 Jahren sozusagen die
die Schulen der Gedanken gegenseitige Kämpfe geliefert haben. Also ich sage mal so vor 100 Jahren eben Koch, Pasteur, Enderlein, wie sie alle heißen. Vieles davon ist längst als falsch erwiesen, wird weitergelehrt. Und es gibt eben keine allgemeingültige Lehrmeinung. Es gibt einen Diskurs und es gäbe einen Dialog. Aber all diejenigen, die diesen Dialog und diesen Diskurs suchen, die werden totgeschwiegen, mit Maulkörben umhängt und sofort als absolut unwissenschaftlich sozusagen versucht abzuschießen, obwohl das, was sozusagen der Mainstream vermittelt, das eigentlich Unwissenschaftliche ist. Weil es ja keinerlei Basis dafür gibt. Und wie ich eingangs aufgrund Ihrer Fragen versucht habe auszuführen, dass die grundlegendsten Postulate der Medizin missachtet werden. Und das wird dann als wissenschaftlich dargestellt. Das ist das Gegenteil davon. Dazu muss ich auch sagen, dass der Mainstream nie recht hat. Egal auf welcher Ebene. Ne? Mainstream ist immer falsch, weil Mainstream immer Mitläufertum bedeutet. Nie eine große Macht ausübt. Auf eine Gruppe. Kollege von mir hat das sehr eindeutig gesagt, Mitläufer ist Mittäter. Und wir sind zwar fast alle, es wird schon noch einige geben, aber die meisten von uns zu jung, es persönlich erlebt zu haben. Aber auch, sage ich mal, 33 und 38, Deutschland, Österreich, gab sehr ähnliche Strukturierungen, gab sehr ähnliche Dynamiken, wo ja perfiderweise auch unsere Zunft, also Ärzte, Wissenschaftler etc., leider auch das Rückgrat für diese Dynamik gegeben haben und genauso nicht aufgestanden sind. Man kann nämlich nicht aufstehen und gleichzeitig sitzen bleiben. Das Schöne ist jedoch, man beobachtet, dass immer mehr Wissenschaftler und Ärzte aufstehen, also doch aufstehen. Und sich wehren, zum Beispiel auch Dr. Med. Walter Weber sagt in einem Vortrag, Entschuldigung, dass der PCR-Test zu 85% falsch ist und darüber hinaus, dass dieser Test nur besagt, dass man das Virus hat, jedoch, dass man daran nicht, es sagt nicht darüber irgendwas aus, ob man daran erkrankt ist. Wie kommt es dann, dass die Regierung trotzdem auf diesen Test bestehen und aufgrund dieser Taten uns einen Impfstoff verabreichen möchten? Also sie beharren trotz aller Widersprüche und trotz aller Fakten und Tatsachen und gehen strikt diesen Weg. Ja, also ich denke, das ist von Anfang an ein sozusagen abgekartetes Spiel und dass man Viren genommen hat, ist eben genau, dass es ein virtueller Feind ist, der sich nicht wirklich nachweisen lässt, aber in den man alles hineininterpretieren kann. Man hat ja am Anfang sozusagen, oder man macht es immer noch den Menschen dargestellt, als ob das irgend so was Bösartiges wie zwischen schwarzer Pest und Ebola wäre. Ist es überhaupt nicht. Dieser PCR-Test ist in Wirklichkeit, und das ist nicht nur eine böse Vermutung, ist ja eben kein Test, sondern ist eigentlich die Abnahme von Gewebeproben und von Genmaterial, was grundsätzlich, das kann man sogar in den Webseiten des Robert-Koch-Instituts und auch der Charité mit Drosten und Co. finden, dass der grundsätzlich nur freiwillig abgenommen werden darf. Also Genproben und Zellabstriche dürfen nur freiwillig abgenommen werden. Das heißt, es ist kein Test. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand sehr erfolgreich versucht, sowas wie eine Genkarte herzustellen. Das heißt also, Menschen wirklich sozusagen genetisch kartografiert, weil medizinisch gesehen macht das Ding überhaupt keinen Sinn. Und wie wir schon erklärt haben und wie ja viele Kollegen in der Zwischenzeit das auch aufzeigen, von Bakti über Wodak bis hin zu Hockerts, wie sie alle heißen, auch bei uns in Österreich und vor allem auch in Amerika zum Beispiel, Ioannidis sagt das seit Monaten, überall, es wird keiner gehört, das ist das Irritierende. Es perlt an den Verantwortlichen wie Wasser an Ölzeug der Segler ab.
es hat sozusagen keinerlei Input. Es werden ganz, ganz wenige zu Hof-Virologen erklärt, die sozusagen ein Sagen haben, denen geglaubt wird, obwohl es von der Glaubwürdigkeit höchst fragwürdig ist, weil genau dieser eine Herr schon bei Schweinegrippe und bei anderen Eventualitäten sich als total unzuverlässig herausgestellt hat. Die Frage ist, warum glaubt man ihm jetzt? Und wir haben ja hier in Österreich auch sozusagen diese Glaubwürdigkeit an diesen Hof-Virologen. Alle anderen werden nicht gehört, egal welche Reputation sie haben, egal wie lange sie in diesem Feld gearbeitet haben, werden diffamiert, ihre Reputation wird versucht, kaputt gemacht zu werden und versucht, sie mit allen Mitteln zum Schweigen zu bringen. Das ist die Realität. Können Sie mal kurz sagen, was so eine Genbibliothek bringen soll, was man damit anfangen kann? Naja, ich kann damit sozusagen kartografieren. Ich kann sehen, wo gibt es welche Möglichkeiten. Es geht in Wirklichkeit da, wie es auch schon vor 70 und 80 Jahren ging, um lebenswertes und weniger lebenswertes Leben. Es geht darum, wie kann ich das finden, wie kann ich das manipulieren, wie kann ich das unter Umständen auch zerstören. Es geht darum, Bewegungen und so weiter herzustellen. Es geht letztlich auch um absolute Kontrolle. Also die Sehnsucht offensichtlich der Mächte, die da am Werken sind. Und das sind, sage ich mal, glaube ich, auch die diese Entscheidungen treffen, sind eigentlich nur Marionetten. Die zielen offensichtlich darauf ab, Menschen abhängig zu machen, sie in Angst und Schrecken zu versetzen, sie langsam weich zu klopfen, dass sie das, was man mit ihnen machen will, nicht zwangsartig auf sie aufoktroyiert, sondern dass sie buchstäblich darum bitten, Zwangsimpfungen, Verchippung, 5G mit 3G verbrennt, ja, bitte machen wir doch das digitale Geld möglichst bald, bitte verchippt mich, dann kann ich sozusagen alle meine Informationen von Garageninformation bis hin zu weiß ich nicht, Dating-Plattform, alles über meinen Chip machen. Also in diese Richtung geht das. Und wenn ich den Menschen jetzt in Angst und Schrecken versetze, was ja grundsätzlich seinen Selbstwert, seine Identität, seine Entscheidungskraft und so weiter, natürlich auch seine Immunabwehr deutlich herunterfahre, dann mache ich aus diesen Lemmingen noch gefügigere Lemminge und kann ihnen sozusagen ganz viel präsentieren, immer auf dieser Schiene Sicherheit, Kontrolle, Rettung vor virtuellen Gefahren und mache wesentlich das mit ihnen, was ich will. Ja, und das Schöne ist, ich kann es auf den Virus schieben. Also die Banken sind nicht schuld, wenn was passiert. Die Politik ist nicht schuld, wenn etwas passiert, sondern es war ja dann der böse Virus. Kommen wir mal zu dem Impfstoff. Man spricht davon, dass dieser unsere DNA verändern wird. Woher weiß man das, da dieser ja noch nicht auf dem Markt ist? Ja, man weiß das, weil man eigentlich, das ist genauso ein Punkt. Wir wissen ja, lassen wir jetzt einmal die Sinnhaftigkeit von Impfung per se, also an und für sich dahingestellt. Da gibt es ganz viele Untersuchungen, die eigentlich vollkommen gegen den Mainstream sind, aber seit Jahrzehnten, wenn nicht seit einem Jahrhundert auch schon, ich spreche von der spanischen Grippe, unterdrückt werden, die aber da sind, die sind einsehbar. Also gehen wir mal davon aus, dass das auf gewissen Ebenen Sinn macht oder zumindest nicht nur Unsinn. Dann braucht ein wirklich gut ausgereifter Impfstoff mindestens 7, besser 12 Jahre. Kann jeder hochkarätige Infektologe, Virologe wird das bestätigen. Weil es geht ja vor allem eben um die Langzeitwirkungen. Und ich kann Langzeitwirkungen nicht testen ohne lange Zeit. Nicht? Also man wünscht sich dann zwar vielleicht die Zeitmaschine, aber die ist noch nicht so ganz praktikabel. Also die Langzeitwirkungen und auch meines Erachtens die sind viel, viel, viel zu kurz. Was ist mit 30 Jahren? Was ist mit 40 Jahren? Was ist mit Karzinogenen? Was ist mit all diesen Dingen? Da gibt es längst bekannte Zusammenhänge. Also gut, sind wir sozusagen wohlmeinend und sagen 7 bis 12 Jahre. Jetzt, wie bringe ich aber diese 7 bis 12 Jahre in einem halben Jahr unter?
Also muss ich sozusagen ganz viel Angst machen und muss ganz klare Bedingungen stellen. Ich muss sagen, diese Pandemie, die keine ist, die ist ja auch nur deshalb eine Pandemie, weil die WHO, glaube ich, 2009 war es, die Definition einer Pandemie so geändert hat, dass eigentlich schon fast alles, was weltweit vorkommt, einer Pandemie entspricht, fast schon Sauerstoff, über den wir alle noch relativ froh sind, dass es ihn pandemisch auf der Welt gibt. Also, diese Pandemie hat ihre Definition geändert. Wir stehen vor dieser Pandemie, die eigentlich schon immer da war, weil diesen Coronavirus gab es auch schon immer, und zwar überall. Und jetzt mache ich ganz viel Angst und sage, nur wenn es jetzt eine Impfung gibt und oder ein Medikament, was aber sehr unwahrscheinlich ist, weil man arbeitet schon seit Jahrzehnten an einem Medikament gegen Viren. Naja, der Erfolg war nicht sehr heiß bis jetzt. Lassen wir auch mal die ganze HIV-Diskussion außen vor. Also, das heißt, ich schüre die Angst und ich mache Bedingungen, ich setze einen zeitlichen Rahmen. Ich sage, Leute, eigentlich, das war total gefährlich, aber wenn wir dann diese Impfungen haben, dann dürft ihr wieder reisen, dann dürft ihr wieder U-Bahn fahren, dann dürft ihr vielleicht auch wieder in Schulen gehen, eure Kinder in Kitas schicken, vielleicht auch wieder heiraten, wer weiß. Das hat ja noch keine Gesellschaft auf diesem Planeten gegeben, wo man nicht heiraten durfte, seine Toten nicht begraben durfte, wo man seine Sterbenden nicht besuchen durfte. Absoluter Wahnsinn. Das alles mit dem armen Coronavirus, der eigentlich schon mein Mitleid hat, der sich, falls er ein Bewusstsein hätte, wahrscheinlich fragt, was das alles soll. Aber das ist jetzt auch nur eine Spekulation. Also ich mache es ganz kurz, ich mache es ganz eng und dann sage ich, ha, aber jetzt habe ich da die Lösung, nämlich diese mRNA-Impfstoffe. Und die sind böse, weil die sind überhaupt nicht erforscht, gar nicht getestet. Da haben bis jetzt nur ein paar, glaube ich, Ratten, und zwar sehr viele wahrscheinlich, leider ihr Leben dafür gelassen. Weiter ging es nicht. Und was man da eigentlich tut, ist, dass man eigentlich den Mechanismus des Virus dazu verwenden will, um die Information in unser Erbmaterial einzuschleusen. Die Idee ist oder wäre, und da ist der Konjunktiv sehr angebracht, dass dann in irgendeiner Form eine Immunität entsteht, was überhaupt nicht sicher ist. Und vor allem ist überhaupt nicht sicher, was diese eingeschleusten Partikelchen, die eben wie Viren dann in unser Genom hineingehen, tatsächlich machen. Machen die ja vielleicht Autoimmunerkrankungen, machen die vielleicht Krebs, machen die vielleicht steril, machen die vielleicht alles Mögliche. Und das Zeug wird weiter vererbt. Das ist nie wieder rauszukriegen. Also wenn ich bis jetzt sozusagen Impfschäden hatte oder reinigen konnte mit verschiedenen Alternativen oder auch sonstigen Möglichkeiten, dieses Zeug kriegst du nie wieder raus. Und das ist böse. Das ist, weil es sozusagen nicht mal zu Ende gedacht ist, weil es noch weit von jedem Status entfernt ist, dass ich das auf Menschen loslassen dürfte. Da werden Menschen zu Versuchskaninchen gemacht. Wo Russland jetzt plötzlich diese Impfstoffe her hat, kann ich mir nur erklären, indem die entweder die Zeitmaschine erfunden haben, das vorbereitet war, oder vollkommen fahrlässig mit ihren Menschen umgehen. Also das ist das Böse. Das heißt, ich schaffe einen Feind, sage, nur wenn das so ist, Medikament oder Impfung, dann dürft ihr wieder Menschen sein. Und dann habe ich den Druck, den ich brauche, und die Menschen kriechen buchstäblich zu Kreuze, was sie gar nicht kennen. Wir wissen es zwar jetzt alle nicht, aber was glauben Sie, welche Auswirkungen es hat, wenn wir unsere DNA verändern? Jetzt habe ich leider die Frage nicht ganz verstanden, akustisch. Ja, was glauben Sie eigentlich, welche Auswirkungen es auf uns Menschen haben kann, wenn wir die DNA verändern? Es kann nur schlechte haben. Es kann nur schlechter werden. Es wird sicher nicht besser. Es gibt keine positiven Mutationen. Es gibt immer nur Verlust von Information. Und es gibt immer nur Zerstörung. Also es wird nicht besser. Also da spreche ich natürlich auch von einer Schöpfung und von einem Schöpfer und nehme der sogenannten Evolutionstheorie, die erkenntnistheoretisch noch nicht mal eine Theorie, sondern eine ganz schwache Hypothese ist, auch jedes Wasser aus, oder jeden Wind aus den Segeln. Es gibt keine positive Mutation. Es gibt
Mikroevolution, ja, da gibt es ein innerhalb des Genoms gibt es ganz viele Möglichkeiten, Varianten von unserem Schöpfer dazu angetan, was man Adaption bezeichnen könnte, aber es gibt und wird nie irgendeinen Wechsel zwischen den Arten oder eine Weiterentwicklung geben. Das ist so, wie wenn ich annehmen würde, Ferrari, VW Käfer, die haben so viel miteinander gemeinsam, dann muss sich der eine aus dem anderen entwickelt haben. Das ist vollkommener Unsinn. Es gab zwei Designer, die gleiche Idee hatten, die es ein bisschen anders ausgeführt haben. Der gute Herr Drosten, ja, Entschuldigung. Ja. Gute Herr Drosten hat ja verkündet, dass das Coronavirus sich in den letzten Monaten irgendwas über 8000 Mal verändert hat. Wie kann man aufgrund dieser Basis überhaupt einen Impfstoff kreieren, wenn sich das Virus ständig verändert? Das ist mir völlig unklar. Ich weiß nicht, ob es der Herr Drosten war. Ich kenne den Kollegen Wodak, der mir das in einer sehr schönen Studie gezeigt hat. Und da muss man sagen, weil da gab es jetzt ein paar Kritiker, die sagten, aber wenn es noch keinen wirklichen Nachweis eines Viruses gab, wie kann man dann die Veränderung des Viruses nachweisen? Das ist sozusagen ein semantisches Problem, wieder von dem Gedankenmodell her. Nein, es gibt noch keinen wirklichen Virusnachweis. Es gibt auch kein wirkliches Bild von einem Virus. Ich glaube, der Kollege, also das ist kein Arzt, ich glaube, er ist Mikrobiologe oder Biologe, der Kollege Lanker, hat sogar einen Preis ausgesetzt für das erste Bild. Also es gibt noch kein fassliches Bild, weil es eben wahrscheinlich Exosomen sind. Das heißt, eigentlich wie aus menschlichen Zellen geformte, wahrscheinliche Informations- und Kommunikationsträger. Aber man kann sehr wohl diese Segmente, die man da misst, miteinander vergleichen. Und dann sieht man, dass diese bestimmten Sequenzen sich eben verändern. Und ich glaube, es hat in 3 Monaten da zwischen 8 und 9.000 Veränderungen gegeben. Jetzt nicht alle grundsätzlich dazu beitragen, dass sozusagen dieses, was immer es ist, nennen Sie mal Partikelchen, seinen Charakter ändert, aber wie man dagegen oder wie man dafür Antikörper messen will, die spezifisch sind, die vollkommen unspezifisch sind, wie man dagegen Impfungen entwickeln will, noch dazu in einem Zeitrahmen, der vollkommen abstrus und illusorisch ist, das ist mir ein absolutes Rätsel. Und das ist eigentlich allen von uns oder müsste allen von uns ein Rätsel sein. Es sei denn, es ist schon von langer, langer, langer Hand vorbereitet. Es gibt ja Patente, die so heißen, die 10, 12, 15 Jahre alt sind. Oder es wissen einige wenige um vieles mehr als wir und sagen es immer nur so ein bisschen. Und dann irgendwann sagen sie es ganz, aber dann ist es wahrscheinlich zu spät. Das könnte ich mir vorstellen, dass der Plan wäre. Also wenn ich so Aussagen von Bill Gates und Co. mit seiner ewig lächelnden Melinda daneben für wahr nehme, dann kommt da was Böses. Die Frage ist, ist es wirklich böse oder ist es wieder virtuell böse und wird sozusagen für böse erklärt? Es könnte auch eine Kombination von beiden sein. Ich glaube nicht an irgendwelche Genmanipulationen, das wäre Unsinn, glaube ich, weil auch ein noch so genmanipulierter Virus sich einfach nicht kontrollieren lässt. Es könnte höchstens sein, dass er ganz besonders milde gestaltet ist, damit man bei der nächsten, sozusagen bei der nächsten, beim nächsten Agens dann sagen kann, ja, schaut, jetzt ist er ja wirklich gefährlich. Was ja natürlich böserweise wirklich fehlt, und das ist ein bisschen perfides zu sagen, sind die Toten. Wo sind die Toten? Und viele, viele Menschen werden sich jetzt fragen, ja, der ist ja ein bisschen verrückt, da gab es doch so viele Toten. Nein, die gab es nicht wirklich. Es gab schon in bestimmten Bereichen deutlich mehr Tote, aber die hatten wahrscheinlich nichts mit Corona, sondern mit falschen Behandlungsmethoden, mit falsch eingesetzten Medikamenten, mit manipulierten Bildern und Fallzahlen. Es gibt viele Länder, wo totenbeschauende Ärzte und viele andere mehr bezahlt werden dafür, dass sie auf Totenscheine auch Corona schreiben.
Also all das spielt eine große Rolle. Ja, ich meine, Billy Boy war noch nicht mal in der Lage, sein Microsoft gegen Viren zu schützen. Und ich weiß auch gar nicht, welchen Hintergrund er glaubt zu haben, jetzt die Menschheit vor einem Virus beschützen zu müssen. Ich meine, das ist alles, wenn man sich damit beschäftigt, komplett absurd. Das wissen Sie, das weiß ich, das wissen auch unsere Zuschauer, aber da draußen. Es gibt immer noch viele Leute, die ich kenne, die sagen, sie warten nur auf den großen Segen, den großen Impfstoff. Ich weiß nicht, mal Hirn einschalten und nachdenken. Eine der Verordnungen sind ja auch diese unausweichlichen Masken. Ich meine, wenn man sich alleine die Größenverhältnisse eines Viruses, der noch nicht mal nachgewiesen ist, aber und die Dichte einer Maske betrachtet, dann ist es etwa, als würde man sich mit einem Maschendrahtzaun versuchen, Mücken abzuhalten. Sind auch Psychotherapeut. Was bewirkt das Tragen der Maske in der Psyche der Menschen und unserer Kinder? Ganz viel Böses. Es nimmt die Mimik weg, es nimmt den Ausdruck weg, es nimmt den Selbstausdruck weg, es unterbindet fast die Kommunikation, es unterbindet das Lächeln, es unterbindet die Beziehung, was ja das Basalste für uns Menschen sind. Wir sind ja Beziehungswesen. Das heißt, man knechtet Mensch, man entwürdigt Mensch, man entmachtet Mensch. Noch dazu spüren die meisten ja, dass es blanker Unsinn ist. Das heißt also, sie spüren auch noch, dass sie sozusagen verarscht werden, um dieses etwas, sage ich mal, vulgäre Wort zu verwenden. Mir fällt im Moment nichts Besseres ein. Auf der rein medizinischen Ebene ist es ja spannenderweise so, wir sprechen ja da eigentlich von einer Hyperkapnie, das ist jetzt unser Fachchinesisch, das heißt, es gibt zu viel Kohlendioxid im Blut. Und das macht genau das, was die Menschen dann erleben. Also da gibt es Herzrasen, da gibt es Tachykardie, das heißt zu schnell. Und die letzte Stufe ist sozusagen dann Panik. Also das verursacht real, auch nicht nur jetzt sozusagen auf der psychischen Ebene, sondern auch auf der körperlichen Ebene, die natürlich voneinander nicht zu trennen sind, tatsächlich Panik. Und für Menschen, die jetzt noch zusätzlich vielleicht irgendeine seelische Wunde tragen, was sehr viele haben, gerade heutzutage, das hat sich sicher in den letzten 40, 50 Jahren massiv verändert. Ich spreche so zum Beispiel von posttraumatischen Belastungsstörungen, ich spreche von solchen Dingen. Dann ist das für die Menschen eine absolute Katastrophe. Das ist fürchterlich. Und das lässt sich auch durch nichts wieder gut machen. Und bei den Kindern ist es natürlich noch schlimmer. Stellen Sie sich vor, die kleinen Zwerge da jetzt mit 6 oder 7 Jahren sollen jetzt mit Masken herumrennen, nicht spielen, nicht singen, keine Äpfel essen dürfen. Also es ist wirklich böse, es ist grausam. Und es hat überhaupt keinen Sinn, wie Sie sagen. Wenn ich eine Maske so dicht machen würde, dass, sage ich mal, Partikelchen von der Größenordnung, wir sprechen da von 8 bis 12 Nanometern, also sehr, sehr klein. Nano heißt auf Griechisch Zwerg. Also man kann sich vorstellen, wie klein die Dinger sind. Wenn ich die so dicht machen würde, dass da wirklich kein 8 Nanometer großes Partikelchen durchkommt, keine, dann würden alle sofort auf der Stelle ersticken. Und die Größenordnung zwischen Viren und Bakterien, für die sie gedacht sind, dass man nicht selber mal Blinddärme operiert und solche Dinge, Chirurgen etc., das ist ungefähr wie zwischen einer Ameise und einem Elefanten. Also so von der Größenordnung, glaube ich, so ein Tausendfaches, von dem wir da sprechen, nicht? Also es macht nicht nur keinen Sinn, sondern ich stelle zum Beispiel auch ganz viele dieser Atteste aus, um Menschen gesund zu erhalten. Ich brauche auch keine jetzt bösartigen Diagnosen, wenn ich sie habe, umso besser, weil natürlich leiden diese Menschen noch mehr darunter. Aber auch jeder, der gesund ist, wird krank durch das Zeug. Und zwar psychisch wie körperlich und auch geistig. Wobei ich damit nicht mental unbedingt meine, sondern wirklich geistlich. Also es macht was auf allen Ebenen mit uns und es ist in Wirklichkeit total genial, was man damit machen kann. Ja.
Sie sind ja auch buddhistischer Abt. Können Sie uns einen spirituellen Rat geben, wie wir uns vor diesen negativen Einflüssen schützen können? Naja, ich bin kein buddhistischer Abt mehr. Schon einige Jahre. Sie waren auch ein buddhistischer Abt. Ich war lange Jahre buddhistischer Abt und hinduistischer Priester und auch hawaiianischer Kahuna und das alles gleichzeitig. Eigentlich auf der Basis dieses, sage ich mal, das ist ein bisschen ein schwieriges Wort, dieses Synkretismus. Das heißt, dass die Essenz aller Religionen im Zentrum das Gleiche ist. Jesus, Buddha und Krishna sind Brüder. Das habe ich 30, 35 Jahre gelebt, sehr konsequent, meistens außerhalb der Gesellschaft. Und kam aber erst an der Hand des wahren Jesus zurück in die Gesellschaft. Das ist circa 7 Jahre her. Und fand sozusagen jetzt diese wirkliche, die absolute Wahrheit. Und ich weiß, dass jetzt viele, die da zuhören, auch aufjaulen werden, weil doch jeder seine eigene Wahrheit hat. Nein, das scheint nicht so zu sein. Genauso wenig wie jeder seine eigene Schwerkraft herstellen kann. Und der eine ist ein Adler und der andere ist Stein. Also das ist natürlich was, was ich jahrzehntelang gelehrt, gelebt und auch geglaubt habe. Das hat sich leider als nicht wirkliche Wahrheit herausgestellt. Ich muss euch sagen, es gibt eine absolute Wahrheit. Sie ist nährend und sie ist eine Person und sie ist vollkommen verlässlich. Wenn wir in unserem Planeten, in der Natur, die die Schöpfung ist, nicht diese Verlässlichkeit hätten, dann hätten wir ziemlich große Probleme. Also da ist Verlässlichkeit, da ist Sicherheit. Da gibt es die Naturgesetze, die natürlich irgendeinen Gesetzgeber haben müssen. Also ich habe diese Wahrheit, oder besser wäre zu sagen, diese Wahrheit, diese eine Person ist, dieser wirkliche Jesus Christus, hat mich gefunden, auch zurück in die Gesellschaft gebracht, was mich in der Zwischenzeit manchmal ein bisschen ärgerlich macht, ähnlich wie den Kollegen Bhakti, der sich wirklich berechtigterweise ärgert, dass er erst vor 2 Jahren Deutscher wurde, in dem Glauben, dass das ein, sage ich mal, verlässliches, freies Land wäre, was sich jetzt herausstellt, leider nicht so ist. Also ähnlich geht es mir auch, aber wie gesagt, ich bin an der Hand dieses Jesus, ist da zurückgekehrt und es wird schon wahrscheinlich Sinn machen. Und sie haben mich gefragt, was der Sinn dieses Tuns ist oder was, wie man diesem Ding begegnen kann, glaube ich. Ne? Einen spirituellen Rat geben für die Menschen, sich nicht diesen negativen Einflüssen hinzugeben, sich davor zu schützen und wieder ihre eigene Mitte zu finden in diesem Chaos, das da momentan draußen ist. Naja, das ist der Punkt. Es braucht ein Ziel. Es braucht die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit braucht ein Ziel. Und dieses Ziel ist nicht beliebig. Es braucht eben diese Hinwendung, sage ich mal. Also wenn es sozusagen ein Geschenk aus diesem Wahnsinn gibt, dann würde ich es bezeichnen, dass jeder und jede Einzelne sich, ich sage es mal vorsichtig, auf die spirituelle Ebene ausrichtet. Weil auf der menschlichen, mentalen, psychischen Ebene gibt es dafür keine Lösung. Das ist böse. Und das, was da böse ist, wird natürlich von denen, die böse sind, als gut wahrgenommen. Die machen das ja auch in bester Absicht, total daneben, aber doch in bester Absicht. Ne? Also, und da ist genau der Punkt, weil da ja sozusagen die eigene Wahrnehmung zur Wahrheit wird. Und auch ein Bill Gates, Warren Buffett, Soros, wie sie alle heißen, haben wahrscheinlich für ihre Wahrnehmung was Gutes vor. Sie setzen sich ja in Wirklichkeit an die Stelle Gottes. Das ist ja eigentlich das uralte Thema. Und erst jetzt mit dieser ganzen Globalisierung, und nicht zufällig ist ja die Gefahr genau die Globalisierung, ne? Sollen ja Nationen verschwinden, da soll es eine Weltreligion geben,
da soll es digitales Geld geben, etc. etc. Also da geht es ja um Globalisierung. Und das ist für diese Menschen, die sich an die Stelle des Schöpfers setzen, das Beste, was sie den anderen antun können. Selbst wenn es den Tod der anderen bedeutet, weil man ja sozusagen im Kollektiv denkt. Genau. Das heißt, die Lösung, die wirkliche Lösung ist, sich auf das wirklich Gute auszurichten. Und das braucht einen Referenzpunkt. Dazu muss ich irgendwo, was außerhalb von mir ist, etwas haben, was mir sagt, das ist gut und das ist böse. Wenn Sie es genau beobachten, die Menschen sind ja seit vielen Generationen jetzt darauf getrimmt. Und ist der Buddhismus für westliche Männer vor allem so attraktiv, dass er Bewertung wegnimmt. Du darfst nicht bewerten. Die Lösung besteht darin, nicht zu bewerten und die Dinge einfach nur mal so sein zu lassen. Wenn ich aber nicht bewerte, dann kostet mich das die Individualität und auch meine Identität. Das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn ich aber mich traue, mit dem Schöpfer eine Beziehung einzugehen, der sehr klare Werte hat, der niemals sagt, bewertet mich, der sagt nur, verurteilt mich. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich darf bewerten und ich muss bewerten. Ich muss sagen, das ist böse, das ist gut. Aber die Verurteilung, die darf ich ihm überlassen. Nur wenn ich keine Beziehung zu ihm habe, dann habe ich nichts, wo ich es hingeben kann. Dann bleibe ich mit all dem alleine. Darum wissen die Menschen heute gar nicht mehr, was der Unterschied zwischen beurteilen und verurteilen ist. Haben eine Heidenangst davor zu verurteilen und vergessen und trauen sich gar nicht mehr zu beurteilen. Und damit sind sie natürlich hilflos verloren. Drum ist der Rat, sich auf das wirklich Gute, also zuerst auf die spirituelle Ebene, dieser Ebene überhaupt eine Chance zu geben, einen Platz in eurem Leben zu geben, und sich dann auf die wirkliche Wahrheit, die nährt, die führt und die nach Hause bringt und den Namen hat, nämlich Jesus Christus, auszurichten. Und wem es jetzt ein bisschen zu viel wurde, dem möchte ich noch was mitgeben. Ich bin ja ursprünglich Österreicher und als Österreicher auch gelernter Katholik, wollte als Kindheitstraum eigentlich Priester werden. Die Alternative war vielleicht noch Astronaut, das war so in den 60er Jahren. Aber ich habe mir damals als kurzsichtiger Junge in Wien nicht sehr viel Hoffnungen ausgerichtet oder ausgerechnet. Also ich möchte sagen, ich habe dieses katholische, eigentlich religiös-gesetzliche verlassen, weil da kein Leben drin war, weil da keine Nahrung war. Und habe jahrzehntelang gebraucht, um, wie ich es ein bisschen beschrieben habe, mit vielen Umwegen dann von der Wahrheit selbst gefunden zu werden. Und was mir sehr, sehr geholfen hat, und ich möchte euch das einfach mitgeben, das ist das Wort Sünde. Das ist ja in unserer Sprache, aber auch in Englisch und in vielen anderen Sprachen, was ganz, ganz Schweres, Enges. Das hat was mit Fremdbestimmung zu tun und das hat was mit nicht atmen können zu tun und das ist ganz, ganz fürchterlich. Wenn man sich das aber anschaut, und ich habe dann natürlich, und das ist jetzt eine andere lange Geschichte, begonnen, wirklich die Bibel zu studieren. Ich war jemand, der kannte den Koran besser als die meisten Muslims. Und natürlich die Bhagavad Gita und natürlich alle Veden und, und. Aber ich kannte nicht sein Wort. Und wie ich das dann begonnen habe zu studieren, aufgrund seiner freundlichen Einladung und Aufforderung, habe ich entdeckt, dass das Wort Sünde auf Griechisch Hamartia heißt. Und das Wort wörtlich übersetzt heißt Zielverfehlung. Das hat mir sehr geholfen. Das heißt, wenn ich das Ziel verfehle und wenn ich jetzt zum Beispiel als Vater von 6 Kindern jagen gehe, um die Kinder satt zu machen, egal ob das mit Pfeil und Bogen oder mit einer Flinte ist, wenn ich das Ziel dieses Rehs oder dieses Vogels oder was immer ich schieße, verfehle, ist es vollkommen gleichgültig, ob das 2 Zentimeter oder 5 Meter ist. Die Kinder bleiben hungrig. Was zählt, ist der Volltreffer. Und wovon ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, ist Zielverfehlung. In bester Absicht und trotzdem total daneben. Aber die gute Nachricht ist, es gibt einen Volltreffer. Und von dem habe ich euch gerade vorher sehr lange erzählt. Vielen Dank, Herr Dr. Eifler, dass Sie dabei waren. Es hat mich gefreut, es waren viele Infos.
Liebe Zuschauer, jeder von uns kann etwas tun. Wir können aufstehen, wir können Demos begleiten und unser Gesicht zeigen. Wir haben das Recht, die Maske fallen zu lassen und uns nicht in die eine Weltordnung diktieren zu lassen. Sagen Sie den Menschen, was Sie wissen. Klären Sie auf. Seien Sie Mitwisser und nicht Mittäter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Herr Dr. Eifler. Sehr gerne. Ich sage auch, wer aufsteht, kann nicht sitzen bleiben. Absolut. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.